Die Farben der Wahl sind eher schrill. Max Weinberg greift gerne ganz tief in den Farbtopf, in dem Rosa drin ist und Schwarz. Schwarz nimmt er auch für seine Augen, dazu lange Haare, einen Rauschebart und er springt rum wie ein aufgezogener Kobold. Dabei ist Max Weinberg 80 Jahre alt und hat auch tatsächlich einiges auf dem Buckel. Geboren wurde er in Kassel, den Holocaust überlebten er und seine Familie in Israel. Seit den 50er Jahren ist er wieder in Frankfurt, den Geburtstag feiert er mit einer Ausstellung und mit ganz viel Rosa, genauer gesagt Pink. Pink muss her, und zwar ein ganz spezielles Pink. Max Weinberg braucht Nachschub, dem Maler gehen die Farben aus und ohne Pink geht überhaupt nichts mehr. Und er zeigt uns auch warum. Sehen Sie, warum so magisch ist, ja? Ja, ja, klar. Ist erlaubt, gell? So eine Minute, gell? Auf Hemd, Hose und Papier, Pink schafft Aufmerksamkeit. Wo Pink ist, muss man an Bild, kann man nicht vorbeigehen. Und mein Kollege, der Bernstein, hat gesagt, Weinberg, du bist schon verseucht mit Pink. Gell? Echt, ich kann ohne Pink, ist für mich jedes Bild schon irgendwo so, wie man sagt, nett. Beethoven hat er so porträtiert, in der ganz eigenen Weinbergschen Sichtweise. Die Überirdischen nennt er seine Fantasiefiguren. Aus einer Welt, in der Frauen mindestens drei Brüste haben. Sie werden bei mir nie ein Gesicht sehen. Die Gesicht ist eine Fläche. Ich habe nie eine Nase. Es gibt keine Nase. Es gibt keine Ohren. Das ist alles so. Also meine Kunst ist für mich so überirdisch. Also von einem anderen Planet, gell? In seiner Ausstellung zum 80. Geburtstag hängen Bilder an der Decke oder liegen am Boden herum. Bei ihm ist eben alles anders. Und anfassen ist hier erlaubt. Die Kinder waren gestern da und die Erwachsenen, die können hier die, wie bei ihr, die Blätter hochheben, umdrehen, schmeißen. Der Typ gefällt mir. Der ist gut. In seinem Atelier sieht es nicht anders aus. Dort malt er ohne Unterlass, arbeitet an mehreren Bildern gleichzeitig, fängt das eine an, lässt es liegen, malt es dann Wochen später erst zu Ende. Er lebt gesund und scheinbar völlig alterslos.